Mal ganz kurz, ich muss den Streamtitel ändern. So, Mendel, und das Spiel ist Chief Simulator. Geil. So, Matteo zeigt also sein wahres Gesicht. Hey, das ist doch schon immer mein wahres Gesicht, dass ich so ein alter perverser Sack bin, der Leuten Toiletten kaputt haut und Unterwäsche klaut. Matteo, du wunderschöner Schmetterling, liebe Thief Sim. Ich liebe es auch. Ich lege mich jetzt fest, mein Spiel des Jahres 2019 ist der Thief Simulator. Von wann ist das Spiel überhaupt? Weiß es überhaupt jemand? Weiß jemand, von wann das Spiel ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, es ist schon älter, oder? Aber Release, also richtiger Release, war doch jetzt erst von 1865. Ja, so sieht es auch aus. Nee, sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus, ne? 2018. Okay. Für ein Spiel, das was so trashig ist, sieht es teilweise ganz geil aus, muss ich sagen. So, also wir verschieben unsere Cam. So, Achtung, Chat, wie war das nochmal? Ich starte erstmal hier. Installiert. The Chief Simulator. Spiele. Los geht's. Release Date, 9. November 2018. Ui, dann geht's aber nicht mehr ganz als 2019 das Spiel durch, oder? Rutscht mit der Cam hoch. Rutscht die Cam? Seht ihr die Cam rutschen? Rutscht die Cam. Ich sehe es nicht. So, ist das gut vom Ausschnitt? Ich kann ein bisschen. Könnte ein bisschen tiefer, oder? Ich könnte ein bisschen tiefer. So, dalle. Uff, jetzt. So, aber wisst ihr, wie wir das machen? Wir machen 2000 IQ. Oder? Habe ich es jetzt tiefer gemacht? Hä? Ich raff nix. Stopp, passt. Hey, so, guck mal, da werden meine hässlichen Haare abgeschnitten. Aber wenn ich entspannt sitze, hoffentlich drückt er mal auf Remove. Was passiert, wenn ich auf Remove drücke? Sag ich nicht. Play. So, wir schalten den Sound um. So. Und los geht die wilde Fahrt. Matteo, denkst du dieses Mal an die Tipps, die ich dir gegeben habe für besseres Klauen? El Zoll, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was für Tipps? Wie soll man denn noch besser klauen als ich? Wie soll man noch besser klauen als ich? Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Bondra, kann man deine Liste für POC oder Block eigentlich irgendwo sehen? Also was schon drauf ist? Nee, die ist nicht online. Bei Discord. Hä, El Zoll, wo hast du mir das geschrieben bei Discord? Heute oder was? Wo steht denn das? So, das Ding stimmt. Alter, guckt euch der Gerät an. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wie geil ist dieser Van? Also, wenn ich mir ein Auto holen würde, dann wäre das genau so ein ekelhafter, creepy Van. Das ist wie so ein A-Team-Auto, oder? Fucking geil. Solide 2 von 10. So, raus. Raus aus diesem Stream jetzt. Matteo, sag mal, hast du noch Pakete von Send Foods? Nee. Die habe ich alle wegschnabuliert. Und Send Foods haben wir ja gerade pausiert, damit ihr mich noch mehr Sachen schickt. Wisst ihr? Hat der Elektroantrieb? Ja, klar. Stimmt. Ey, guckt mal hier hinten einfach. Ey, da ist halt so viel Platz. Achtung, wir springen rein. Okay, das war nix. Kann ich überhaupt rein? Nee, kann ich nicht. So. Dann, wir sind letztes Mal, also gestern war das ja, oder? War das gestern? Wir sind gestern in so eine Power-Riesenvilla eingestiegen mit 3 Wachmännern, überall Sicherheitskameras und die ganzen Fenster waren gesichert mit so, wenn das Glas bricht, geht der Alarm los. Wir mussten uns da richtig reinstalken. Welche Hausnummer war das? 202. Also die Tipps zu dem Spiel, wie ich besser einbrechen kann, ich guck mal in Discord, aber nach dem Stream halt nicht jetzt. Aber vielen Dank für alle Vorschläge. So, erstmal dann. Was für einen Level sind wir denn? Wir sind gerade Level 22. Wir sind halt 4 Level aufgestiegen mit einem Raub. Ich bin in diese Villa rein, war Level 18
und wir kamen raus, haben erstmal $42.000 gemacht. 42.000. Und 4 Level. Also absolut krass. Du kannst da üben, wie du Alarm deaktivierst. Ach, geil. Dann lass mal runtergehen und wir üben das. Wo übe ich das? Hier oben oder unten? Unten ist ein Marker. Disable Test Alarm at Home. Okay. So, was ist das? Ah, das Teil habe ich gesehen in der Villa, aber ich konnte es noch nicht hacken. So, was soll ich tun? Remove only the cables connected to the battery. Removing a wrong cable will automatically alarm the police. Also jetzt erstmal die Frage, ist das hier die Batterie? Ja, 12 Volt, 2,1 Amperestunden. So, das heißt, dieses Kabel hier geht hier rein. So, dann das blaue Kabel geht hier rein. Und das gelbe Kabel geht hier rein. Oh, Winnie! Winnie! You'll need a hidden camera. Buy one. Ich brauch... Leute, wir können jetzt anfangen, richtig zu spannen. So, warte mal, erstmal, was ist mit dieser Hörmuschel los? Wer hat die... Wie hat Niklas die gekillt? Ich repariere jetzt das Telefon. Ich habe sie unten abgemacht, weil ich bin Hacker. So. Ist es oben? Warte. Ah, guck mal hier. Hier ist nur der Lautsprecher rausgerutscht aus der Hörmuschel. Das heißt, wenn ich das einfach wieder reindrücke, müsste es gefixt sein. Sekunde. Alter, ist wieder drin. Guck mal, ich hab's repariert. Ich bin Techniker. Meisterdieb und Hacker und Techniker. Und? Ist komplett repariert. Ich hab Telefon repariert, Leute. Okay, geil. Gut, also, jetzt habe ich das Ding hier gehackt. Also, man muss immer alle Sachen wegmachen von der... Jetzt, wir müssen eine Mikrokamera kaufen. Wir haben noch $7.000. Ich würde schätzen, dass die ist sauteuer, so eine Mikrokamera. Weil Spannen ist ein sehr teures Hobby. Habe ich schon selber im Real Life erlebt. So, Mikrokamera... Hey, nur 700? Nur 700? Leute, ich werde Spanner. Warte mal, muss ich aber ganz viele kaufen davon? Single Use. Ach, fuck. Gleich 10 gekauft. Dann kaufe ich 5. 2, 3, 4, 5. Man weiß ja nie. Man will ja auch, man will ja überall die Kameras drin haben. Also auf dem Klo. Oh, Winnie. Winnie! We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the living room. Don't ask. Ins Wohnzimmer? Oh, El Zoll schreibt, nein, die sind nicht Single-Use. Fuck. Dann haben wir jetzt hier schön 5 Kameras, die wir überall benutzen können. Die kriegst du wieder. Shit. Naja, haben wir jetzt 5 Stück. Wie viel wiegen die denn? Was wiegt denn so eine Kamera? 0,01. Die sind ja ultraleicht. Das heißt, die 5 Stück kosten wiegen nur 0,05. Das ist ja immer noch halb so schwer wie hier so ein Lockpick. Die sind ja extrem leicht. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren zu 206 und pflanzen denen mal schöne kleine Spannerkamera in die Bude. Hä? Wir fahren mit unserem neuen Auto. Die 206, die ist doch... Warte mal, ist die 206 in der Ritchie Street? Nee, die ist in der Greenview Street, oder? Aufträge, fuck! Ich muss noch zurück Aufträge, ihr habt recht. Falls der eine Film voll ist und du weiter spannen willst. Nee, das sind doch so Digitalkameras. Also nicht Fotokameras, sondern so Videorekorder-Dinger, oder? 20.0x ist Rich Street. Ach stimmt, ihr habt recht. Okay, ich muss eh raus hier. Okay, also wir fahren nach Hause. Wir nehmen erstmal die Aufträge an. Matteo, warst du schon mal im Hideout? Was ist denn das Hideout? So, warte, ich wollte Aufträge annehmen. Das heißt, wir müssen hier zu Rent a Thug und wir gucken jetzt, ob wir Sachen für die 206, die doch hier 206 haben. Oh, hier!
Break or Steal Lioness Painting für 2000? 2000er Auftrag hatten wir noch nie. Was ist denn hier los? Fuck, ich hab meinen Tee vergessen. Ich hol meinen Tee, Leute, ganz kurz. Hä, hab ich ihn nicht mit hier reingenommen? Wo ist denn der Tee? So, bin wieder da. Ich habe Tee vergessen in der Regie. So, I'm coming back. Ach, da bin ich. Nimm doch einfach alle an. Ach so. Stimmt, ist gar nicht so eine dumme Idee. Lass einfach alle annehmen, die gehen. Weil dann können wir immer da, wo wir gerade sind, gucken, was es für Aufträge gibt. Ich habe alle angenommen. Gut, so viel dazu. So, dann lass mal runtergehen. So, wir fahren jetzt zu 206, das ist in der Rich Street. Fuck, man, in der Richie Street sind aber alle Häuser ultra krass. Aber so richtig abgefahren krass. Na gut, müssen wir jetzt halt durch. So, was ist ein Hideout? Leute, was ist Hideout? Seit wann haben wir das denn? Hab mir gestern The Long Drive gekauft und heute Thief Simulator, Monka S. Eine weise Entscheidung. Ich hoffe bei GOG. Warte mal, was ist das? Ein Auto sind hier? For sale? Ich kann mir eine Bude kaufen? Ey. Jede Folge denke ich mir, das Spiel kann nicht krasser werden. Und dann wird's krasser. Ich kann mir eine komplett eigene Bude. Ich habe einen Stromkasten. Ich habe Reifen. Ich habe hier einen richtigen Schrottplatz. Ist es dann komplett, gehört es mir? Oh mein, okay, was kostet das? 30.000 nur? Das ist ja günstiger als mein Van. Okay, wir wissen, worauf wir als nächstes sparen. Was haben wir hier? Was ist das? Was macht denn das? Können wir Teile weg? Hä? Gut, okay, aber unser Plan ist es, erstmal in die Richie Street zu gehen, weil wir müssen jetzt mal lochen. Wir müssen für unser Geld jetzt arbeiten. Also, ab geht's in die Richie Street, 206. 300.000 nehme ich gleich 3. Ey, wenn das so wäre, ne? Stellt euch mal vor, so ein kleines Häuschen würde einfach in Deutschland 30.000 Dollar kosten. Plus Grundstück halt noch, ne? Dann könnte sich jeder von uns ein kleines Haus kaufen. Man müsste nicht mehr so viel Miete bezahlen. Also nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Jede Folge denke ich mir, Matteo kann nicht krasser werden. Und dann stelle ich fest, es stimmt. Danke. So. Wo ist die 206? Ich gucke nach hinten. Da oben, oder? So, schön an den Straßenverkehr halten. Immer vorsichtig. Vorsichtig. Nicht zu schnell. 205, 206 ist da hinten. Wo ist der Parkplatz? Alter. So, da hinten ist ein Parkplatz, aber hinter uns auch einer. Lass mal kurz hier drehen. Ey, die Buden hier, die sind absolut der Wahnsinn, ne? So. Okay. Chat, rate my parking. Wie habe ich geparkt? Das ist doch unauffällig, oder? Ich meine, guck mal, wir nehmen von einem Parkplatz nur die Hälfte ein. Ist doch voll nett. Boah! So. Also, wir gehen zu 206. Und wir versuchen da die Kameras reinzumachen. Ey, guckt euch mal bitte diese Häuser an. Ich will in alle einbrechen. Wir kennen aus diesem ganzen Gebiet, glaube ich, bisher nur 2 Häuser. Ganz am Anfang das, 201 oder so. Und die 202. Und das hier kenne ich noch gar nicht.
Ja, Rip, da kann ich ja gar nicht rein. Okay, wir gehen erstmal da vorne hin. Das Geile ist, hier sind viel weniger Passanten. Okay, das ist a Lioness Painting. Die haben eine Alarmanlage am Tor. Hey, ich habe eine Kamera jetzt dran. Was macht diese Kamera? Plant a micro camera in the living room. Ach, wir müssen ins Wohnzimmer. Okay, bei einem habe ich jetzt da dran gemacht. Kann es sein, dass sie die Routinen von den Hausbewohnern aufnimmt? Routinen aufzeichnen. Ah, da steht es auch. Geil, Mann. Okay. Die haben Windräder. Die sind völlig autark hier. Die haben eigenen Strom. Wir müssen das Gebäude mal... Was ist denn hier hinten los? Warte. Hier ist markiert. Scheiße, hier komme ich nicht rein. Bewegt die sich, die Cam? Ja, die bewegt sich. Hier könnten wir rein, theoretisch. Aber ein guter Einbrecher weiß, dass man sich erst das gesamte Grundstück ansehen muss, bevor man die Entscheidung trifft, wo man reingeht. Also, die haben geschlossene Rollos. Das heißt, nachts reinzukommen wird außerordentlich schwer. Die haben eine gesicherte Tür mit einem Zahlencode oder was? Haben die hinten auch Kameras, ist die Frage. Die haben halt ein flaches Dach. Wir könnten versuchen, auf das Dach drauf zu kommen und von da aus irgendwie ins Haus rein. Aber das Haus ist relativ klein und übersichtlich. Also es ist schon groß, aber nicht mehrstöckig. Und hier rüber gehen. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Fuck, Mann. Okay, Chat, wie kommen wir am ehesten rein? Wie stehen die Finanzen? Wir haben noch 3.600 Dollar. Wir haben sehr stark investiert in einen großen Van, damit wir die großen Fernseher rausziehen können. Und wir haben Mikrokameras gekauft. Und mein Auftrag ist es jetzt, in dieses Haus einzubrechen. Oh, eine Garage. Und da im Wohnzimmer eine Kamera zu platzieren. Ich glaube, ich muss hier tagsüber rein, wenn offen ist und die irgendwie rumlatschen. Das heißt, ich könnte mich aber auch... Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Wir haben 4.19 Uhr. Okay. Wir holen jetzt das Auto, parken es hinter dem Haus... Oh, fuck. Das war dasselbe von vorhin. Ist ein bisschen suspicious, oder? Hier der Typ. Warum läuft er schon zum zweiten Mal hier vorbei? Hat er was zu verbergen? Stranger Typ. Hier, wir gucken mal. Konkurrenz, ruft die Polizei. Ich würde gerne die Polizei rufen, kann ich aber nicht. Okay, so, wir gehen hier rein. Ah ne, ich sollte schlafen erstmal. Bevor ich... Stehe ich gut? Nee, ich stehe nicht so richtig gut. Also mal möglichst normal zu parken. Wie ein normaler Mensch. So, wir pennen jetzt. Ich schlafe jetzt bis... wann gehen die Leute aus dem Haus? Wann würden... Die sind aber reich. Die sind reich. Die würden niemals aus dem Haus gehen. Die müssen ja gar nicht mehr arbeiten. Okay, wenn die nicht arbeiten müssen und die reich sind... Wann gehen die mit ihren Snob-Freunden frühstücken? So gegen 9, 10 gehen die brunchen. Ich sag mal 9. Matteo, hast du mal überlegt, Blasphemous anzuzocken? Ich habe mir das angesehen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Spiel. Aber aktuell habe ich ja nicht so Bock drauf auf so ein 2D Souls-like. Ich habe gerade auch sehr viele Spiele, die ich sehr, sehr gut finde. Also jetzt hier, Thief Simulator ist fucking geil.
The Long Drive ist fucking geil. Trimworld habe ich mega Bock drauf. Dann will ich auch nochmal Green Hell zocken. Ich will auch wieder den Kitchen Simulator rausholen. Ach fuck, ich habe meinen Van vergessen. Aber warte mal, wir können den Van ja gar nicht benutzen. Leute, wir können unser Auto gar nicht verkaufen, das andere kleine, weil mit dem anderen kleinen Auto kommt man super geil über Zäune drüber. Mit dem Auto hier nicht. Außer man ist so ein absoluter Move-Gott wie ich. Dann schon. Wir kommen in viel höhere Sachen jetzt rein. So, okay. So, wir fahren jetzt von hinten an das Grundstück ran. So, hier schön durch. Schön durch. Holy shit, das Ding hat zu viel Power. Ey, warte mal, das heißt, wir kommen hier komplett drüber, ne? Boah! Scheiße. Hier, warte, ich parke. Okay, wir stehen safe. So, jetzt erstmal glotzen, warte mal. Mal weiter weggehen, wir brauchen das Fernglas. Ein bisschen reinspannen, ne? In die Buden. Wo sind die denn? Was? Hab ich markiert? Kann ich nicht markieren? Warum kann ich ihn nicht markieren? Jetzt. Okay, miesen Schweine, ich werde euch die Bude ausräumen. Oh, der macht groß. So, während die hinten im Haus sind, also vorne im Haus, gehe ich von hinten rein. Das ist nämlich mein Spezialgebiet. Und wir zerdeppern denen die Toiletten natürlich. So, jetzt die Frage. Versuchen wir über den Zaun aufs Dach zu kommen? Alter, eine Riesenglotze. Ey. Das ist Quake Movement. Seht ihr das eigentlich? Das war der übelste Strafe Jump. War ganz gut, danke. Okay, wir sind drin. Was haben die denn hier? Was ist das? Alter, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Kühlbox von einem Serienkiller. Da sind safe Hände und Füße drin. Das sind Mörder, deswegen sind die reich. Wir tun der Gesellschaft einen Gefallen, wenn wir denen alles wegnehmen, was sie haben. Ja, aber es hat keinen Vorteil, hier auf dem Dach zu sein. Es gibt kein Fenster, von dem wir oben rein können. Okay, das heißt, wir gehen hinten in das Haus rein. Was? Vor allem kommst du nicht wieder raus? Fuck. Ich komme ja wirklich nicht wieder raus. Egal, das Problem lösen wir später. Okay, die haben Cut-Sensoren. Wie kommen wir jetzt da rein? Nee, das kann ich nicht benutzen. Shit. Kannst du nicht das Fenster aufmachen und in der Nacht wiederkommen? Ich kann... Ja, dann geht der Alarm halt los, ne? Ich könnte nachts schon wiederkommen, aber... Ist halt nicht clean. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir das anders lösen können. Haben alle Fenster die Sensoren? Ja, sieht bisher so aus. Die sind gerade nicht halb, oder?
Sind die gerade nicht daheim? Was? Okay, wenn wir gerade eh hier sind. Da! Da gehen, machen die Fenster zu. Da drauf. Da drauf. Das geht! Wo ist er? Der ist hier irgendwo schon, oder? Ey, warum geht das nicht? Warum kann ich da nicht drauf, Chat? Warte. Ey, ich hab's nicht. Warum kann ich da nicht drauf? Die denken, ich bin im Haus. Die denken, ich bin im Haus, weil ich die Scheibe eingeschlagen habe und das Fenster aufgemacht habe. Das war 200 IQ Move von mir. Das war einfach 200 IQ richtig geschaltet in der richtigen Millisekunde. Die richtigen Schlüsse gezogen. Bam, wir schlagen die Scheibe ein, machen auf. Die denken, ich bin im Haus drin, wir hauen einfach ab. Okay, Frage ist jetzt, machen die jetzt machen jetzt wieder die Rollos hoch. Wasch dir die Hände, damit die wenigstens gut aussehen in der Kühltruhe. Okay, wir gucken jetzt nach dem offenen Fenster. Oh yeah, baby. Ich brauche aber nur, ich muss sehen, wo die sind. Obwohl, wir gehen mal rein. Wo stehe ich? Wir sind drin. Fuck mal, ich will die Riesenglotze haben. $50 ist Peanuts für mich. Ponjo-Jacke, die ist mehr wert. War das laut? Die Musik? Das ist das Gemälde, was wir brauchen. Okay, die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder raus? Was ist denn das? Fernbedienung. Na gut. USB Flash Drive. Geil. Das ist aber nicht so eine Mega-Bonsenbude, oder? $50 in der Schublade, na gut. Die scheinen mir normal reich zu sein.
Oha! Jackpot. Ein Somsung. Die sind viel wert. Okay, aber wann mal? Das bedeutet, ist das hier den Fernseher? Leute, Fernseher, it is. Fernseher ist immer mega viel wert, gerade die Riesenteile. Geld. Wie auch immer. Okay, jetzt müssen wir versuchen. Oh, warte mal, hier der Nachttisch. Ich finde mir ein Dildo. Okay, hier ist nichts drin. Ey, aber die haben doch. Ohne Scheiß. Die wohnen in so einer guten Gegend, ne? Die wohnen in so einer guten Gegend, haben aber nicht so richtig Wertsachen bei sich. Das sind, glaube ich, so richtige Sparfüchse. Und die haben irgendwo einen krassen Tresor stehen. Und in dem Tresor ist der wildeste Shit drin. Sag ich euch. Hier ist nix. Okay, hier ist auch nix. So, jetzt die Frage. Die sind nicht im Haus, oder bin ich doof? Die sind doch gerade nicht im Haus. Laut Anzeige. Oh mein Gott, die Bomben! Okay, wo muss ich die Kamera hin tun? Hier ist doch der Living Room. Hier. Der war schon fertig? Was hat der denn für eine kurze Stamina? Die haben doch maximal 2 Minuten im Bett gelegen. Fuck. Penner. Und warum haben die überhaupt Taser? Scheiße. Also, das heißt, sie sind nicht außer Haus. Okay, aber wir können so nochmal reingehen. So, die Frage ist jetzt, wenn wir eh eine Scheibe einschlagen müssen, da wir so nicht reinkommen. Ich sehe nichts. Eine Gitarre. Das hier war das Zimmer. Hä, das war ja ein einzelnes. Die haben im Kinderbett gebumst? Was sind das für kranke Schweine? Und da ist eine Playstation mit 2 Controllern. Allein das Ding ist wahrscheinlich fast 1000 wert zusammen mit den Controllern. Oder mehr. Fuck, war das knapp? Okay, wir haben sie. Ich muss hier 8 Knöpfe gleichzeitig drücken, Leute.
Warte. So. Oh. Nein! Warte! Shit! Ihr miesen Penner! Mann, wie komme ich hier nochmal raus? Es geht nicht. Dieser Jump geht einfach nicht. Komm ich von hier aus da drauf? Nein. Komm ich von hier aus da drauf, oder? Oh, oh. Ist der drin? Der ist wieder im Haus drin, die raffen's nicht. Mann, ich hasse mein Leben! Okay, komm ich da drauf? Warte. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich komme hier nie wieder raus. Wie komme ich denn hier raus? Ich weiß auch nicht, was Quake Movement hin ist. Ich komme hier einfach nie wieder raus, sobald ich muss dann den Schlüssel von denen klauen. Ich muss dann den Schlüssel von denen klauen. Schießen, Matteo. Ich habe keine Waffe. Grab dich ein. Das wäre geil, wenn man sich eingraben könnte. Durch die Vordertür. Ja, aber da ist die Kamera. Aber wir müssen wirklich durch die Vordertür dann raus. So, okay. Wann gehen die Rollos wieder hoch? Ich habe zwei Scheiben eingeschlagen, aber ich habe die nicht aufgemacht. Aber das heißt, der Sensor müsste eigentlich... Okay, die gehen wieder hoch. Aber das Dumme ist, ich habe die Scheiben da vorne eingeschlagen. Scheiße. Hä? Haben die Scheiben ausgetauscht? Nee, hier. Okay. Wie zur Hölle soll ich in das Ding reingehen, also in das Zimmer reingehen, in dem die stehen? Und wo ist jetzt, wo ist der andere Dude? Sie ist alleine, also keiner mit Taser im Haus. Ach stimmt, der andere ist gerade weg. Fuck, ich müsste jetzt rein eigentlich. Dreh dich um. Dreh dich um. Gott, scheiß mir in die Hose. Scheiß mir in die Hose. Scheiß mir in die Hose. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht hier reinkommen! Oh mein Gott! Oh, mir wird schlecht. Mir ist gerade schlecht geworden. Wann kommt der andere Dude wieder rein? Okay, Kamera ist drin. Oh fuck. Fuck, Leute. Okay, machen hier zu. Der Mann kommt nämlich gleich wieder zurück. Wir müssen das Bild hier rausholen. Und den Fernseher. Bild und Fernseher. Kamera ist platziert. Ich weiß immer noch nicht, wie ich rauskommen soll. Aber es, da kümmern wir uns gleich drum. Warte. Fuck. Ja. Okay, ist raus. Oh, Laptop. Hui. Hab ich gar nicht gesehen letztes Mal. War ich blind?
So, lass uns klar. Oh, da kommt er, er kommt zurück. Und sie ist auch wach. Warum ist sie denn wach? Ey, egal, wir lassen es so liegen. Okay, wir müssen jetzt einfach selber noch rauskommen. Können wir da rum? Können wir auf diese Lampe? Ey, vielleicht können wir durch den Vorderausgang raus. Aber eigentlich, ich glaube, ich muss die Alarmanlage ausschalten, weil sonst kommen wir einfach komplett hier gar nicht raus. Ist sie draußen? Holy shit. Holy shit. Was ist mit ihr? Was ist denn? Oh fuck, die sieht die offene Tür, oder? Oh, hab ich was gesehen. Okay, warte mal, die Alarmanlage. Schnell. Lila. Gelb. Der gelbe. Das war's, oder? Ja. Wo ist sie? Da hinten. Die Alarmanlage ist aus. Wir können also durch die Vordertür rausgehen. Fuck. Wo sitzt sie denn? Okay, ich muss eine Sache machen, das ist wichtig. Ich muss das tun, es tut mir leid. Boah, sieht er mich? Boah! Okay, was ist das hier für ein... Sie ist gerade im Garten. Wir können durch die Garage raus. Warte, was gibt's hier noch? Hier ist der Safe! Sorry, Leute, es tut mir leid. Ich bin greedy. Es tut mir wirklich leid. Ich muss den Safe aufmachen. Das sind auf jeden Fall Massenmörder und die klauen alles von ihren Opfern. 100% ist der Safe voll. Fuck. Shit. Okay, warte. Okay, Leute. Ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt reich werden. Wir sind reich. Wir sind einfach fucking reich. Okay, wenn wir jetzt hier lebend rauskommen, hat sich das so... Wenn sie jetzt durch die Garage reinkommt, kotze ich. Er ist auch draußen, oder? Bitte geh nicht in die Garage.
krass Gänsehaut, ey, wie so ein. Feuermelder. Wo ist der Haustürschlüssel von denen? Oh ja. Oh ja, Leute. Merkt ihr, wie ich einfach immer gieriger werde und überhaupt nicht, dass ich bin wie so, ich bin diebessüchtig. Also ich kann mich überhaupt nicht mehr stoppen. Sag mal, wir können ihn noch nicht hacken. Fuck! Wie kam der denn ins Haus rein? Wir riskieren's. Der hört was, aber ist nicht laut genug. Oder? Hä? Warum kann ich es nicht markieren? Ich kann es nicht markieren. Ich kann... Ah, das Linus-Painting muss ich auch hinten holen, ne? Der Alarm ist aus. Ja, aber sind die Kameras dann auch aus? Achso, die ist aus. Ist komplett aus? Okay. Hey, der sieht aus wie ich. Unterwegs. Wie geht das Fuck Garagentor zu? Auf. Mann, ich kann doch da drauf springen, oder? Komm, gib mir die Power. Gib mir die Power. Oh. Chat, wir sind raus. Wir sind raus. GG. Alter, was war das schon wieder für ein Einbruch? Maximal ultra greedy. Also es ging nicht greedy. Ich hätte denen nur noch die Schuhe klauen können. Das war die einzige Möglichkeit, wie es noch greedier, also noch gieriger gewesen wäre. Fuck my life. Okay, gut. So, wir müssen jetzt noch die Sachen rausholen. Also einmal haben wir hier den Fernseher. Hier das Bild. Einfach nur geil. 10 von 10. War das? Ey, wie viel wir lagern können mit dem Teil. Das ist einfach nur noch geil, ey. Okay, also jetzt bin ich aufs Rating gespannt. Ich bin jetzt sehr auf das Rating gespannt. Also wenn das kein F für Respekt wird, dann bin ich sehr sauer. So, wir fahren nach Hause. Ich brauche ein F für Respekt Rating, sonst bin ich richtig abgefuckt. Ah, für Anfänger. Das gibt's nicht. Immer noch besser als schlecht, aber trotzdem besser für Anfänger als was anderes. So, also, wir haben einen Laptop. Wie viel XP haben wir gemacht? Thief Rating 2001.
Laptop 80 XP, Emerald Bracelet 400 XP, Silver Watch 320, Silver Gold Watch 330, antike Uhr. Alter, wie viel XP gibt die denn? Leute, antike Uhr, die lag in der Garage, die haben wir einfach so mitgenommen. Landline, U-Pad. Es gibt nochmal 2000 extra, warum? Ah nee, das ist Lioness Bild, weil es ein Auftrag war. TV 120 XP, okay, let's go. So, wir nehmen erstmal alles auseinander. So, und zwar erstmal das hier. So, schön die Juwelen rausnehmen. Okay. Dann, ich muss oben die Geräte hacken, die wir geklaut haben. Also den Laptop. Oh ja. Oh fuck. Boom! Hackergott wieder am Start. Und von dem U-Pad. Haben wir nicht aber auch ein Handy rausgeholt? Wo war denn das Samsung? Wo war denn das Samsung? Boom. Du wurdest einmal getasert. Ach so, das war der Run davor. Fuck, Mann. Shit. Wo lag denn das drin? Das lag doch safe. Lag das nicht in dem Raum, in dem auch der Laptop war und der Fernseher? Den hätten wir noch rausholen können. Shit. Na gut. So, wir schauen mal. Schlafzimmer, ja. Fuck. Okay, wir gucken mal bei Black Bay. Also, gibt's hier interessante Sachen? Nein. Art. Car Parts. Electronics. Nein. Kitchen. Hier gibt's gar nichts, oder? Antiquitäten. Oh, doch, hier. Antike Uhr. 3200. Es gibt einen antiken Chair. Wie sieht denn der aus? Leute, das und ein antikes Buch? Ein antikes Grammophon? 12.000 für eine antike Zeitung? Alter. Okay, wir werden ab jetzt Spezialist in Antiquitätendiebstahl. Gut, das haben wir jetzt schon mal. Dann House Rip, was haben wir gemacht? Black Bay, es gibt nichts anderes mehr. Das heißt, den Rest verticken wir bei unserem Kollegen. Da fahre ich mit meinem Kleinwagen hin. Ich bin ja inzwischen reich. Kann mir meine Autos ja aussuchen. Ich habe ein bisschen Lust auf den Flitzer. So, wir gehen zum Pawnshop. So. Ah, der Fernseher. Okay, ich bin, glaube ich, der dümmste Dieb der Welt. Mit Abstand. Nee, warte mal, da ist er. Hä? Warte, hä? Warte, was? Ist das meiner? Okay. Welcome back. Oh, welcome back. Ich bin doch der smarteste Dieb der Welt. Ich hab's noch nicht gerafft, aber ich bin der smarteste Dieb der Welt. Favorites. So, was haben wir denn hier? Fernseher für saftige 700. Das Bild für 1322 Dollar. Das ist das teuerste Bild, was wir jemals gestohlen haben. Okay. So, verkaufen. Silberuhr 1500. Silber-Golduhr 1800. Landline-Telefon 22 Dollar. Geil. Hier, Emerald Bracelet. Was war Emeralds nochmal? Das waren Juwel? Nee, Smaragde? Ich weiß es nicht. Bam, geht raus. Laptop 800. U-Pad Tab 600. Wir haben schon wieder 19.000 Dollar.
So, das heißt, wir sind schon über der Hälfte für unsere Bude. Wir könnten es hinbekommen. Emeralds und Smaragde. Vielen Dank. Okay, plus noch die 2K vom Auftrag. Habe ich die schon bekommen? Glaube schon. So, okay, das heißt, stimmt, das Bild war ja dann mega viel wert. 1300 noch was oder so, plus 2000 vom Auftrag. Noch 11K und das eigene Haus. Ja, Mann. Okay, so, lass mal zu unserem Versteck jetzt fahren. Und dann schauen wir, was für Aufträge es noch gibt. Ah, Story, get some sleep. Was heißt das? Soll ich jetzt hier schlafen? Ich habe noch nie geschlafen in dem Spiel. Okay, wir schlafen bis 3 Uhr morgens. Das klingt für mich gut. Ne, wir schlafen bis 10 Uhr mittags. Ne, 12 Uhr mittags. Leute, was geht ab? Bin gerade erst dazugekommen. Was ist Sache? Wie ist der Stand? Wir sind gerade eben aus einem Haus rausgekommen und es war bisher, glaube ich... Nee, es war nicht mein größter Coup. Mein größter Coup war gestern Abend. Mein größter Coup war wirklich gestern Abend. Oh, Winnie. Winnie? Hey, it's time to get our cam. Go fetch it and bring it in. It's just the thing we need to wrap this up. Ich muss dann noch mal rein und die Kamera rausholen. Oh, nee. Und das PDA soll ich kaufen. Okay, wir kaufen das Hacking-PDA. Was kostet das denn? Okay, let's go, let's go. So, wo ist das Hacking-PDA? Hacking-PDA. Das kostet 14.000, Chat. Das wirft uns doch wieder voll weit zurück von unserem Haus. Ich glaube, wir brauchen das. Okay, sollen wir es kaufen, ja oder nein? Weil wenn wir das nicht kaufen, dann kaufen wir zuerst das Haus. Aber vielleicht brauchen wir das Hacking-PDA doch vorher. Weil dann können wir überall rein, ne? Verkauft das Auto. Nee, ich will das Auto behalten, das ist nice. Das ist mein kleiner Straßenflitzer, das ist fürs Wochenende. Also mit dem Hacking-PDA kann man, soweit ich weiß, in elektronische Sachen sich reinhacken. Und dann kann man, glaube ich, in die Häuser rein, von außen, wenn die Alarmanlage noch an ist. So würde ich das jetzt verstehen. Okay, Chat sagt, mit 84% kaufen. Okay, dann kaufen wir es. 14.000 tut weh. Das ist aber ein guter Raub. Okay, na gut. So, das heißt, wir nehmen unser Hacking-PDA. Bin jetzt gespannt, wie wir das benutzen können. Wir fahren zu 206 mit dem großen Wagen. Okay, auf geht's. So, wir fahren Ridge Street. Wir könnten auch möglicherweise zwei Raubs in einer Nacht, also in einem Rutsch machen, weil unser Wagen ist ja groß genug. So, wo ist die 206? Die war ganz hinten bei der Straße. Wir fahren mal hier rein. Freeze! Oh, was? Was wollen die? Hau ab. So, dann gehen wir nochmal nach Hause. Ras an dem Kopf vorbei. Ich bin 40 gefahren. War aber vielleicht 30er-Zone. Scheiße, stimmt. Okay, probieren. Wir wechseln mal das Auto. Dann erkennen die mich nicht so gut. Okay, du wirst gesucht. Also deswegen. Aber 40 Meilen, nicht km/h. Ach so, fuck. So, ich bin jemand ganz anderes. Ich mache einen Wochenendurlaub in dieser noblen Gegend. Ich gehe meinen reichen Onkel besuchen. Ich bin auf keinen Fall ein Schwerverbrecher. So, das ist jetzt 206. Wir fahren wieder von hinten ran. So, kommen wir mit dem... Kommen wir mit dem Wagen überhaupt da drüber? Na claro. So, können wir mit dem Hacking-PDA das jetzt aufmachen? Shit. Also, mit dem Hacking-PDA können wir nicht die Fenster aufkriegen. Kann ich von vorne dann rein?
Die Tür bekommst du damit auf. Oh yeah. Okay, Leute. Er ist gerade nicht da. Sie ist alleine. Oh, nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse... Warte, 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 warte. Wir tricksen die jetzt aus. Die gehen ja gerade ins Haus rein. Was ist, wenn ich auch ins Haus reingehe? Oh Gott! Henna. Miese Schwein. Oh, das hat wehgetan. Alter, die Stromschläge, die sind nicht gut für mein Herz, glaube ich. Okay, also wir kommen von der Haustür aus rein. Er ist gerade wieder nicht da. Okay, lass uns schnell machen. So, okay, Fernglas raus. Warum kann ich das nicht... Ah, ist schon markiert. Wir müssen uns beeilen, bevor der Mann wiederkommt. Ich hab keine Zeit. Wohin schaut das Ding? Okay, schnell. Auf. So. Ist offen. Okay, schnell. Komm. Okay, ich muss die Kamera holen. Fuck, aber haben die noch mehr Antiquitäten, ist die Frage. Oh! Bitte geh schlafen. Bitte geh schlafen. Ja. Geh nicht ganz, ist nicht wirklich schlafen. Was? Vasen. Oh, ich war noch nicht im Wohnzimmer, ne? Oh, sie schläft jetzt. Nice. Ah! $33. Fuck. Fernseher! Der Mann kommt aber gleich. Okay, dann mal. Wir tragen das hier einfach in die Garage und dann gehen wir aus der Garage wieder raus, wenn der Mann vorne die Tür reingeht. Er kommt. Ich sehe ihn schon. Mach doch schneller. Oh mein Gott. Okay, wir sollen uns auch auf jeden Fall nach anderen Antiquitäten umsehen. Warte mal. Haben die den wieder voll gemacht? Die Vase. Ich hol die Vase auch noch. Die Vase hole ich noch. Was? Hä? Was haben die denn gesehen? Wegen der Vase, die ich umgestellt... Oh nein. Einfach leise. Der Fernseher fehlt. Sieh uns. Der Mann wollte bestimmt Fußball gucken. Ich bin geduckt.
Die haben überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Okay, sie ist draußen. Er ist im Wohnzimmer. Let's go. Die Vase gehört uns. Okay, noch irgendwas? Der Alarm muss noch aus. Okay, mach den Alarm aus. Wo ist der Alarm gewesen? Fuck, der war ja da um die Ecke. Wie soll ich an den scheiß Alarm kommen? Der Dude guckt halt, der guckt halt irgendwas. Der guckt kein Fernseher, weil da ist kein Fernseher mehr, aber... Das Sumsong, stimmt! Okay, wir riskieren's. Nee. Ja. Okay, grün. Beide rote. Blau. Wisst ihr was? Wir holen die Gitarre noch. Und die PlayStation. Ich schwitze, Leute. Wo war das Samsung? Hier, oder? Ja. Okay, wo ist sie? Sie ist draußen. Antike Bücher, meint ihr, die waren hier? Warte, sie ist noch draußen. Ey, vielleicht haben sie das antike Buch hier irgendwo in der Vitrine stehen oder so. Wenn er aufwacht, müssen wir hier raus. Was? $12. Wo ist sie? Hier draußen. Oh, er steht auf! Nee, der hat mich gesehen. Warte mal. Der ruft. Warte. Wo rennt er hin? Dude! Was ist dein Problem? Ach, der hat einen Taser! Er will den Helden spielen, hä? Nicht mit mir. Okay, die Dinger haben wir ausgemacht, zum Glück. Nicht, muss ich das nochmal hacken? Fuck, zum Glück bin ich Mega-Hacker. Wie ich in dieses Haus jetzt schon dreimal eingebrochen bin. Nein. Oh mein Scheißgott.
Fuck. Oh, nein, die sind an den Vasen und der Fernseher. Die muss ich hier rausbringen. Okay, warte, was haben wir hier? Gate. Draußen sind Polizisten. Draußen vor der Tür sind Polizisten. Warum ist da denn da Polizisten? Den Safe? Okay, Safe. Eine haben wir. Ah, klar. Warte mal. Einer von den beiden geht gleich außer Haus. Das ist unsere Gelegenheit, um alles rauszuschaffen. Finden wir noch irgendwas Antikes hier? Haben die hier vielleicht irgendwo... Ist es ein antiker Stuhl? Nein. Ey Leute, dieser antike Stuhl, ne? Den müssen wir noch finden. Okay, aber die Frage ist, wer von den beiden geht raus? Der Mann oder die Frau? Ich glaube, es ist die Frau. Die Frau geht gleich raus. Und wenn der Mann im Wohnzimmer bleibt, dann machen wir das Garagentor auf. Und dann bringen wir erstmal den Fernseher, werfen ihn über die Mauer und an die Vase. Ein antiker Stuhl hängt am Autospiegel. Ja, das ist aber The Long Drive, aber. Fuck, Mann. Jetzt. Okay, sie geht jetzt. Bitte aber aus der Haustür, oder? Aus der Haustür? Aus der Haustür? Aus der Haustür, please. Was hat sie denn entdeckt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum bin ich aufs Klo? Warum bin ich aufs Klo gegangen? Komm hier nicht rein. Freeze! Nein! Ich hätte in der Garage bleiben sollen. Die Garage war safe. Fuck, ich hasse mich. Oh Mann, ich will das Phone haben. Ich will das Telefon haben aus dem Wohnzimmer. Ich will die antike Vase haben und den Fernseher. Mann, an den Fernseher komme ich nie wieder ran. Er ist gerade nicht da. Okay, er ist gerade nicht da. Das heißt... Du hast keinen Platz für Vase und TV. Wirklich nicht? Ich habe nur das Kleine. Fuck. Okay, dann nur die Vase, oder? Vase und Samsung. Oh, fuck, Leute. Nee! That's a green. Versteckt mich hinter der Vase. 200 IQ.
finden uns nicht. Der Polizei fährt schon weg. Ich sehe die Polizei gar nicht mehr. Weil sie schläft, aber er kommt bald zurück. Okay, wir haben das Telefon. Wo schläft sie denn? In dem Raum. Und er kommt zurück. Fuck my life. Warum muss er jetzt zurückkommen? Bevor ich es aufmache, muss ich aber die Alarmanlage ausschalten, oder? Und ich habe das Mikrofon, ich habe die Kamera gar nicht geholt. Er kommt, wir sind RIP. Hey Schatz, wollen wir ein bisschen bumsen? Ja, ich habe auch Bock. Die sind immer noch auf Toilette. Oh Gott, was sind das für ekelhaft? Oh, warte mal, noch ein Fernseher. Okay, PlayStation kommt mit. Controller kommen mit. Geld. Oh, Leute. Alter. Das hier ist das Zockerzimmer, oder was? Was? Wie gehört? Ich war doch leise, Mann. Psch. Das ist ein antikes Buch. Das sieht aus wie ein antikes Buch. Ich muss die Gitarre mal mitnehmen. Wir werfen jetzt irgendwas raus. Was ist schwer? Die Konsole, aber die werde ich nicht wegwerfen. Keyboard ist, glaube ich, nicht so viel wert. Wie viel haben wir jetzt noch frei? Headphones sind, glaube ich, auch nicht so viel wert wie eine Gitarre. Okay. So, jetzt... Warte mal, was ist denn das hier? Die haben ja noch einen Laptop. Was wäre... Hier, das raus. Reicht das schon? Ja. Okay, aber... Warum bin ich so... Ich kann nicht aufhören zu klauen. Sandgull-Gitarre. Die klingt wertvoll, oder? Alarmanlage nicht vergessen. Ich muss jetzt nicht mehr knacken. Aber die antike Vase. Und ich kann die Fernseher eh nicht rausbringen, weil ich nicht den großen Van hab. Los, hau ab. Warte, gleich. Nur noch gucken. Nur gucken. Nur gucken. Hier ist nix. Nur noch hier. Nur noch hier. Okay. Warte mal, da ist noch ein Schrank. Fuck my life! Der rote und das war's. Okay.
Okay, okay. Wir nehmen jetzt einfach die antike Vase und verpissen uns. Wir können eh nur eine Sache mit dem Auto transportieren. So, Alarmanlage ist aus. Sie ist hinten im Garten. Oh fuck, hat sie gehört. Das hat sie gehört. Wo ist die Vase? Ach, da hinten. Da sind zwei Polizisten auf der Straße, kann es sein? Die haben mich... Ihr kriegt mich niemals. Okay, vielleicht doch, vielleicht doch. Verpiss dich! Oh. Okay. Scheiße, war das knapp. Wir mussten die Vase zurücklassen. Scheiße, Mann. Okay. Mal gucken, ob das Rating müsste eigentlich ein S sein für schlecht. D für dumm. Ein Samsung haben wir, eine Mikrokamera, Videogame-Konsole, zwei Controller, die Washman-Gitarre und ein Laptop. Shit, ich habe die andere Gitarre verpeilt, weil der Typ gerade reinkam, um zu schlafen. D wie Draufgänger. Okay, geht auch. Jetzt muss aber nochmal die Vase holen. Wir kommen eh nochmal zurück mit dem Van. Und wir klauen den beide Fernseher und die Vase. So, warte mal. Lass mal gucken, ob es hier bei Black Bay was zu verkaufen gibt. So. Hier ist nichts. Carparts haben wir keine. Electronics. Oh ja. Micro Camera with Recording für 570. Irgendein perverses Schwein. Guckt sich dann die Familie an, wie die dann im Wohnzimmer sitzen und kuscheln. Geil. Kitchen haben wir nichts. Other. Washman-Gitarre. 338. GG. Antiquitäten? Leider nicht. So, wo ist die antike Vase? Ist es das hier? Nee, ne? Das ist eine andere antike Vase. Ey, das hier müssen wir eigentlich machen, ne? Diese antiken Statuen, die sind halt absolut krass. 24.000. Oh, wir werden angerufen. Winnie? There's a car on 201. And it's got something inside that belongs to us. Go bring it in. Okay, wir sollen in die 201 und denen ein Auto klauen. Das ist genau mein Ding. Autos geben fucking viel Geld. So, warte. Wir müssen noch die Dinger hacken. Wir haben einen Samsung und einen Laptop. Okay, sollte schnell gehen. Warte, so. Okay. Haben wir. Und dann noch den Laptop. Easy. Gut. Dann verkaufen wir das Zeug jetzt. Ich fahre mit dem Van aber. Wir brauchen auf jeden Fall den Van für diese großen Häuser. Okay. Neues Tutorial, Autoalarmanlage. Oh. Aber wo? Some cars with standard lock need to have the alarm removed before stealing them. To do this, remove the alarm power supply by lying down in front of the car. Okay. Okay, könnte also ein bisschen komplizierter werden. Aber Autos klauen war auch mal geil. So, erstmal zum Pawnshop. So geht also hacken, ja genau. Habe ich irgendwas dabei gehabt? Nee, ne?
Shit, Mann, ich habe nicht mal einen Fernseher mit rausgenommen. Aber die Vase, warte mal, die Konsole kostet 1.100. Was ist das für eine Konsole? Ist das eine neue? GG. Dann die Controller 240 jeweils, auch nochmal fast 500. Dann ein Samsung für 1.200 und ein Laptop für 800. Ey, die Telefone sind auch richtig nice. Wir haben jetzt 11.000. So, dann nehmen wir den Van und fahren in die Straße. Die Konsole bringt doch die ganze Zeit so viel. Ich dachte, die bringt 700. Matteo, der Fernseher steckt noch im Fenster. Meint ihr, ich kann den rausholen? Ist die Vase dann auch noch draußen? Gestern hast du die auch schon weggeworfen. Was habe ich gestern weggeworfen? Eine Konsole? Konsole. Fuck, dann muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, warte mal, wir müssen ja eh von hinten rein. Also wir machen erst mal bei der 206, holen wir die antike Vase. Oh. Alles gut. Hat keiner gemerkt. Ich mach die Karre komplett kaputt. So, warte mal. Ist die Vase jetzt aber... Wo habe ich die weggeworfen, die Vase? Ich glaube hier irgendwo, oder? Hier habe ich so Panik bekommen und habe die einfach geworfen. Einer ist gerade außer Haus. Ist die dann wieder weg? Die ist dann wieder im Haus wahrscheinlich, oder? Ja, das heißt, wir können jetzt aber auch nicht ins Haus rein, weil die Rollos sind unten. Kann ich von vorne aber rein? Ja, kann ich, glaube ich. Okay, lass mal gucken. Ich will diese antike Vase haben, die steht direkt im Eingang. Wir holen die antike Vase raus und dann vertiefen wir unsere 201, klauen denen das Auto. Lebt sie? Keine Ahnung. Ich hoffe, sie schläft. Ist er bald, kommt er bald zurück? Unknown. Fuck. So, warte, schnell. Ich muss hier schnell rein. Oh, fuck, das ist ja kompliziert. Warum ist es so kompliziert? Shit! Shit! Fuck. Nee, es muss ja gerade sein. Es geht nicht so. Ich muss da lang, dann da lang. Dann da lang, dann da. Das geht ja auch nicht. Ey, fuck my life. Es geht nicht! War das doch fast? Hatte ich's?
längste Hacking ever. Ich will nur die Vase. Ah, warte. Wir müssen die Alarmanlage ausschalten, damit wir wieder raus können. Wo schläft sie denn? Lila. Grün. Gelb. Aber der hier. Was? Scheiße. Warte. Das ist der Run, Leute. Das ist der Run. Ich wollte nur mal ganz kurz die Vase holen. Danach will ich doch erst ins Dings. Ich muss ja in die 201 eigentlich. Immerhin kennst du das Haus jetzt auswendig, das stimmt. Okay, einfach ruhig bleiben. Matteo, versuch mal, das Auto in die Garage zu bringen. Meins? Okay, wir sind weg. Ey, stimmt, das wäre voll smart. Ich muss nochmal versuchen, die Alarmanlage auszuschalten, aber... Frage ist, schlafen die beide jetzt? Wo sind die denn? So, gelb. Grün. Grün. Was? Die Alarmanlage ist aus. Oh, wisst ihr, wo wir gerade hier sind? Wir holen die Gitarre. Oh, noch ein Fernseher. Nee, nur die Gitarre. Nur die Gitarren. Noch, die haben eine neue? Zwei Gitarren. Safe, ja oder nein? Nee, wir müssen die Vase mit... Fuck, Mann. Ich bin so greedy. Außer dem Van, stimmt. Wo sind die denn eigentlich gerade? Wo schlafen die? Die sind bestimmt im Schlafzimmer da hinten, oder? Warum bist du im Flur? Und du... Warum ist sie mitten in der Nacht im Flur? Sie ist safe ein Massenmörder. Niemand ist nachts im Flur. Scheiße, Mann, wir müssen da anders reingehen. So, okay. Wir müssen es langsam aufbauen. Also, Location von beiden bisher unbekannt. Ich denke, sie sind außer Haus und haben ein romantisches Essen. Später kommen sie zurück und der Mann kam aus dem Bad. Ich glaube, er hat schon mal das Kondom angezogen. Und die Frau kam gerade vorne rein. Sie hat sich nochmal irgendwie, keine Ahnung. Sie hat mal Viagra bei der Tanke geholt, irgend sowas. So, warte, wir gehen hier lang. Warum ist es schon wieder... Mann, ich hasse es. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Easy, war ich hier easy. Wahrscheinlich die ganze Zeit im Haus. Also er zumindest. Okay, wir haben ihn. Wo
Wo ist sie? Sie ist, glaube ich, aber nicht. Sie ist nicht da. Ja, wir bringen einfach alles. Bringen erstmal alles in die Garage. Und wir fahren dann wirklich mit unserem Van in die Garage rein und laden da alles ein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Geil, er geht schlafen. Jetzt ist Zeit. Draußen ist die Polizei. Alarm ist noch nicht aus, nein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor die Frau kommt. Ist der zweite Fernseher schon wieder da? Das ist die Frage. Ja, schnell. Bevor die Frau kommt, bevor die Frau kommt. Viel wichtiger ist das Klo schon kaputt gemacht. Stimmt, wir haben das Klo noch nicht kaputt gemacht. Aber ich hab's denen schon mal zerdeppert. Die wissen also schon Bescheid. Du weißt auch, dass du durch die Haustür kannst. Ja, aber ich finde, links ist cooler. Durch die Garage. So, wir hacken jetzt den Alarm. Die Gitarren. Ich muss die Gitarre noch mitnehmen. Okay. Einfach raus hier. Jetzt einfach raus hier. Die Frau kommt gleich. Ich habe noch nicht gehackt, oder? Ich habe noch gar nicht gehackt. Okay, jetzt kein Pressure. Gelb, der hier. Boom. Lila. Blau. Matteo, das ist ja nur die Kamera. Sie kommt. Ja, aber die Kamera muss ich ja ausmachen, wenn ich mit dem Auto hier reinfahren will. Was hat sie denn gesehen? Fuck. Okay, wir holen jetzt einfach den Van. Es ist offen. Ach, sie hat gesehen, dass die Vase weg war, oder? Kann das sein? Oder dass die Tür geknackt war? Eins von beiden hat sie gesehen. Okay. Okay, fahren einfach wie das A-Team einfach rein. Nein, das ist ja noch schlimmer, als erwischt zu werden. Jetzt bin ich rausgefahren. Ich will doch nur diese fucking Vase haben. Ich dachte, da ist noch... Der Rating? F, Respekt. Okay, dann verkaufen wir mal die Gitarren. Wir haben diese beiden Gitarren. Und eine von den beiden war doch wertvoll, glaube ich. Okay, lass mal gucken bei Black Bay. Okay, let's go home. Mann, ey, ich will nur diese Vase, mehr nicht. Die Fernseher sind mir schon fast egal. Aber nur fast, weil die sind eigentlich geil. Okay, let's go to Black Bay. Nee,
Other wahrscheinlich, oder? Scheiße, die sind beide nicht gesucht. Dann verkaufen wir die jetzt einfach so. Und dann hole ich erstmal den Van von der 201. Und die Vase auf dem Rückweg. Die Vase auf dem Rückweg. So, ab zum Pornshop. Welcome back. Welcome back. 169 nur. Und die andere nur 69. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Da ist ja mal ein Sprit teurer fast. Okay, auf geht's. So, wir fahren zu 201. Minus 700 für die Autowerkstatt. Ich habe den Van richtig malträtiert. So, die 201 ist direkt hier vorne. Das heißt, wir parken hier. Da kann man sich nicht beschweren, Leute. Da kann man sich nicht beschweren. Guck mal, wie gerade ich stehe. So, okay. Wir sollen jetzt das Auto von denen klauen. In der 201. Steel Ballthorn Family MKV. Oh, fuck. Die kommt ja schon. Kann ich sie... Warte. Routine markiert. Sie ist raus. Okay. Wir müssen jetzt schnell... Ich handle im Affekt. Das wird ein Verbrechen völlig ohne Planung. Nicht so wie sonst immer. Warte, wir stellen uns hier hin. Da kann ich hier auf den Zaun. Kann ich von hier aus aufs Dach springen? Fuck, das war knapp, glaube ich, aber. Da ist ein Polizist. Wie viele Polizisten sind hier bei denen? Okay, er ist wieder wach, aber er geht auch gleich und sie kommt dann zurück. Fuck, 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 fuck. Ich wusste es! Ich bin trapped. Ich bin trapped. Okay, sie werden mich niemals direkt hinterm Haus an der Ecke erwarten. Ich wusste es. So gut. Da steckst einfach zu gut, Leute. Warum haben die Rollos unten am helllichten Tag? Wir haben 9 Uhr morgens. Wie wär's denn, wenn ihr aufwacht und die Rollos hochmacht?
geht gar nicht. Ich muss von der anderen Seite lang. Mann, ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt rennen, die lange Seite. Ich muss jetzt die Tür hacken, bevor er zurückkommt. Oh! Dude, was machst du denn an der Haustür? Okay, warte, schnell. Nee! Unten kommen. Da von da. Ist doch! Jetzt! Okay, wann kommt er wieder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie sie ist gerade im Hintergrund. Lila? Blau? Blau. Komm, 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 komm! Wo ist der Tresor von... Oh, die haben eine Xbox. Okay, bekomme ich jetzt nicht mit. So, wie komme ich bei denen in die Garage, verdammte Axt? Sie ist gerade da hinten irgendwo. Wo ist die Garage von denen? Nee! Du dumme Nuss. Bude kaputt. Okay, wir gucken uns ein bisschen um. Gucken uns ein bisschen. Ist hier die Garage? Nein. Oh, eine Violine? Eine antike Violine? In den Kleiderschrank. Er rennt auf den Schrank zu und so einen Meter davor. Ach nee, doch nicht. Okay. Ey, wir haben die Taschen voll. Wir haben eine antike Violine. Ich muss hier rauskommen. Irgendwie. Boah. Ey, eine antike Violine ist wahrscheinlich eine Milliarde wert. Ey, aber wenn die eine antike Violine... Da ist der antike Stuhl! Oh mein Gott! Oh Gott, wenn ich hier raus... Ich habe die Alarmanlage aber ausgeschaltet, ne? Ist jetzt wieder resettet.
Okay, wo geht es auf? Das ist mal hier dran. Was muss ich jetzt machen? Ah, das ist ja geil. Ich bin halt Pro in sowas. Ich bin richtig krass gut. Ich bin saugut in sowas. Habe ich nämlich in Welcome to the Game 2 gelernt. Ich bin unschlagbar in dem Spiel. DBD musst du dann spielen. Was ist... Wollte ich gar nicht. Was ist denn DBD? Okay, das geht nicht, aber wir müssen diesen Stuhl mitnehmen. Ist mir alles egal. Ist mir alles völlig egal. Wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Ich warte von mir aus den ganzen Tag in diesem Haus. Ach, Dead by Daylight. Ah, okay. Nee, scheiße, aber ich hab einen antiken Mann. Ich muss aufhören. So, wir machen jetzt die Garage auf. Ich darf das, oder? Ich hab die Alarmanlage ausgemacht. Okay, aber wo ist der Switch für das Gate? Also für das... Hier? Trimworld fällt auf keinen Fall aus. Wir spielen auf jeden Fall Trimworld. Direkt, wenn ich hiermit fertig bin. Hab einen Trimmer dabei. Okay, aber... Wie komme ich hier raus? Wo ist denn der Knopf? Komm mal die Polizei. Typ gerade heimgekommen, weiß ich nicht, kann sein. Irgendwo muss hier versteckt ein Knopf sein. Vielleicht im Auto? Haben die sowas im Auto drin? Das muss ja hier in der Garage sein, oder? Was muss ich eigentlich hier mal machen? Irgendwo im Haus? Der war bei der Alarmanlage. Oh, fuck. Ey, ich bin fast versucht, einfach abzuhauen, weil wir haben... Und ich nehme den... Wo ist der Stuhl? Ach, ich habe ihn herausgeworfen. Ey, wir hauen jetzt einfach ab. Aber wie komme ich raus?
Aber ich muss ein Gartenzwerg auch kaputt machen. Nee, das ist eine Box. Ich dachte, das wäre ein Tresor. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Auto als Rampe? Stimmt, deren Auto als Rampe. Okay, das ist es. Und dann holen wir deren Auto später nochmal. Ich muss den antiken Stuhl und die Violine mitnehmen. Das ist viel wichtiger. Wenn du den Stuhl in dein Auto legst und mit dem anderen abhaust, kriegst du beides. Stimmt. 2000 IQ. Das heißt, wir versuchen doch, mit dem Auto abzuhauen, aber nicht komplett. Ist sie raus? Ist sie gerade raus? Ist es jetzt offen? Nee. Hä? Wenn ich wüsste, wo die sind in dem Haus hier. Da. Ja. Pass auf. Okay, sind wir noch ein bisschen greedy? Sind wir noch ein bisschen greedy? Nein, nein, nein. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau jetzt ab. Ich bin schon auf dem Weg raus. Ich bin schon auf dem Weg raus, Leute. $50. Nicht zu greedy, ne? Nicht zu greedy. Wo ist denn der Gartenzwerg? Hol den Tresor noch. Hier ist kein Tresor. Hab ich den Tresor gesehen? Gartenzwerg blinkt grün. Fuck, der ist da ganz vorne. Das ist jetzt, glaube ich, zu greedy, wirklich. Obwohl, ich habe alles ausgeschaltet, ne? Die Camps sind aus.
Ich weiß nicht, was ich hier machen muss, ne? Sieht er mich? No! Warte, ich kann aber nicht flüchten. Ich muss die Sachen. Ich muss die Sachen mitnehmen. Ich muss die Sachen. Ist mir egal. Ist mir egal. Nee. 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 Nee, nee. Bitte nicht. Man ist nur mit krassen Quake-Strafe-Jumps schneller als die Polizei. So, wir müssen jetzt den antiken Stuhl und den Fernseher holen, die beiden Sachen in unser Auto packen und dann mit dem geklauten Auto rausfahren. Der König der Diebe wieder am Berg. Okay, wir bleiben ganz unauffällig und cool. Ja, das, ich glaube, das war jetzt der dreisteste Raub ever bisher. Ja, warte, ich lauf mal zu 201. Kann man speichern? Nein, nur wenn man rausfährt. Wenn man rausfährt, dann ist gespeichert. Im Moment ist noch alles offen. Wir können auch komplett failen. So, hier ist die 201. Oh ja, da ist er. Wo ist der Fernseher? Da. Oh, wir haben den Fernseher. Wir haben den geilen Stuhl. Und den Fernseher. Oh Gott. Nee, hä? Beides drin? Ich sehe den Fernseher nicht. Chat, wo ist der Fernseher? Drin, oder? Okay, wir machen hier zu. Und dann rennen wir rüber zu dem geklauten Auto. Ich hoffe, es steht noch da. Ich hoffe, die haben es noch nicht abgeschleppt. Oder? Na, es steht noch. Geil. Warte, ist es ein Polizist? Nee, ist die Armatur.
Hier muss ich es aber nochmal kurz schließen. Nee. Wie schließt man ein Auto kurz? Ich raff es nicht. Worauf muss ich denn achten? Nochmal rein? Nein, ich gehe nicht nochmal rein. Worauf muss ich denn achten? Auf die gelben Drähte oder so? Glaube da, wo keine Drähte sind. Okay, ich glotze. Da war, glaube ich, keine und... Nee, da. Fast. Okay, wir fahren raus. Ganz unauffällig. Auf Wiedersehen. Und wir haben soeben den Raub des Jahrtausends begangen. Ah, nur schlecht. Leider nur ein S-Rating. Aber... Alter, die antike Violine 350 XP, der antike Stuhl 450 XP und das Auto, oh mein Gott. Okay, warte. Vinny, stör nicht, ich muss jetzt Zeug verkaufen. To get past security, you have to think outside of the box and learn how to climb pipes. Okay, ich will nur gucken, ob die antike Violine hier oben dabei ist oder der antike Stuhl und gucken, wie viel der wert ist. Und dann spielen wir sofort Trimworld. So, warte mal, Black Bay. Antike Sachen. Antiker Stuhl. 5000. GG. Antike Violine. 4000. GG. Wir haben nur mit diesen beiden Sachen 9.000 gemacht. Habe ich noch irgendwas Besonderes? Nee, glaub nicht. Okay, den Rest verkaufen wir schnell. Und dann, das Auto machen wir später dann. Also beim nächsten Mal. So, warte, ganz schnell. Okay, Pawnshop. So, ich will nur kurz die... Warte, wir haben doch hier noch Fernseher, oder? Welcome back. Welcome back. Hallo, mein Freund. So, 700 für den Fernseher, 700 für die X-Cube, 220 jeweils für die Controller, dann ein Receiver für 140, ein Laptop für... Der ist doch noch gelockt, oder? Scheiße. Aber das No können wir verkaufen. Okay, den locken wir im nächsten Mal aus. Wir haben 25.000. Bei 30.000 können wir uns unser neues Haus kaufen. Aber wir speichern jetzt. Alter Schwede, was ein Run. Und das war noch nicht mal ein schweres Haus. Das war noch nicht mal ein krasses Haus.